Hallöchen, Freunde, und willkommen zurück zu Party Hard. Wir sind mit Katie unterwegs, heute auf der Neon Top Party, meine Hassparty mit Ninja und mit dem Maskenpolizisten. Allerdings, mit Katie ist das eine ganz andere Geschichte, denn mit ihr können wir eine ähnliche Taktik verfolgen wie mit unserem werten normalen Maskenmörder. Da können wir jetzt erstmal ihn darunter schmeißen. Dann auch ihn, die Konga haben wir aktiviert und lassen das Ding fahren und uns auch umfahren. Nicht schlecht. Das hat niemand gesehen. Außer er. Er wurde gleich dezimiert. Er auch. Sie auch. Das sind unsere geringsten Probleme hier, würde ich mal sagen. So, er guckt gerade in die andere Richtung. Muss sich da also nicht drum kümmern. Gut. Ja. Hol nur die Polizei. Fuck. Fuck it. Ah, Glück gehabt. Glück gehabt. So ein verdammtes Glück. Ah, okay. Dann doch nicht. Oh, und die Polizei? Ja. Du. Nichts passiert. Alles gut. Aua. Na, zum Glück war ich's ja nicht, ne? Ich gehe nicht weg von dir. So. Und das ist der letzte. Geht jetzt zum Telefon. Und das ist doch gut von ihm. Soll er doch zum Telefon gehen. Und soll er dort sterben. Hat er gut gemacht. Muss ich sagen. So, also, mit den richtigen Charakteren ist die Neon Top Party echt easy. So, was haben wir als nächstes? Die Boot Party. Natürlich. Die Boot Party. Immer wieder lustig. Und hier einmal nach unten. Und hier einmal nach unten. Du kannst auch sterben. Und kannst dann hier nach unten. Warum haben die Frauen heute eigentlich alle Männergeräusche? Also nicht alle, aber viele. Sie hat ein Frauengeräusch. Das ist ja schon mal wenigstens ein Anfang. Ich hoffe, ganz ehrlich, ich hoffe, das ist eine Rauchgranate. Ja, es ist eine Betäubungsgranate. Ich freue mich sehr. Naja, Betäubungsgranate geht auch. Platzieren wir dann einfach gekonnt hier oben. Während wir hier am unteren Ende die Leute alle umklopfen. Aber ich war's nicht. Haha. Da hast du dich verguckt, lieber Polizist. Hat er nicht gerade gesagt, ach, also, dass es lässt? Naja, ist auch egal. Mir wäre so gewesen, dass das gerade stande, aber gut, dann halt nicht. Muss auch nicht, ne? Also. Muss auch nicht. Gut.
Ja, ich finde, hier muss er sterben. Dann können wir hier mal so ein bisschen Ablenkung streuen. Puh. Das ist jetzt nicht so schön. Naja. Okay, falsche Richtung. Dem Boot ist es zum Glück relativ easy zu entkommen. Eigentlich. Komm, sag ich ja. Relativ easy. Solange der Polizist noch da ist, kann ich mir auch erlauben, hier ein bisschen mordend rumzulaufen. Jetzt werde ich umgeklopft. Officer, da ist ein Schlägertyp. Das sage ich. Diesmal war es aber nicht. Diesmal kann ich nicht gewesen sein. Gut. Eins, zwei, drei, vier. Rauchgranate, sehr gut. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Rauchgranate. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Oh Mann, wir wurden gesehen. Nicht mit mir. Oh, da ist ein Hai am Strand. So. Na, wie gehe ich da jetzt am besten hin? Am besten mit der Tür. Komme ich am besten da hoch? Ja. Er. Bam, bam. Bam, bam. Bam. Jetzt den hier. Und dann den hier. Und dann müssen wir dann nur noch zu den Typen. Wenn er denn nicht wegrennen würde. Bleib doch stehen! Ich meine, hier sind zwar überall Leichen, aber deswegen kannst du doch trotzdem eigentlich mal stehen bleiben. Sag ich doch, Mr. Hasentyp. Mensch, gibt's doch nicht. Wollte der nicht stehen bleiben? Ich fass es nicht. Gut, dann kommt jetzt das lustige Level. Der Partybus. Miami Party können wir hier überspringen. Jo, der Partybus. Das geht nur mit Katie. Ich meine, wir können das jetzt mit Katie machen, keine Frage, aber wozu? Ich finde die Musik vom Partybus so toll. Aua. Aua. Na komm, lass uns wieder auferwachen. Ah, ich hasse es so sehr. Du musst nicht noch weiter auf mich eintrampeln. Ich bin schon... Ach doch, bin ich gar nicht mehr. Den hier können wir...
So, sie ist auch noch da. Und die letzten. Da ist der Wagen vom Mad Killer vorbeigefahren. Na komm her, Schnucki. Das war der Partybus. Only one way. Ich frage mich, warum. Gut. Schon viel geschafft in dieser Folge. 3 Level. Aber Partybus zählen wir ja nicht wirklich als eigenständiges Level. Deswegen geht's jetzt noch hier schön auf die Party, auf das Open-Air-Konzert nach Wacken. Wacken, Wacken, Kuchen. Na, okay. Kommt von da drüben, dann kann ich wegrennen. Wenn er von der anderen Seite gekommen wäre, dann hätte ich das Pferd benutzt. Ja, ich sag nur, was ich jetzt mache. Ich hole jetzt das Pferd. Sag ich ja, das ist nicht schwierig. Das können wir auch noch versuchen, hochzujagen. Dann haben wir hier eine neue Leiche. Und hier 2 neue Leichen. Und wir sollten uns mal von den neuen Leichen entfernen. Fuck. Komm, Mr. Polizist, kommen Sie mit zum Pferd. So macht man das. So regelt man. Antonio Banderas wird gleich getötet dafür. Okay. Na schön, nimm mich mit auf dein Pferd. Bastard. Na gut, Versuch 2. Ah, heute leider ohne Pferd. Finde ich persönlich nicht so gut, aber na schön. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Das Ding ist... Nein, okay. Alles klar, ich wollte es gerade testen, es ist keine Wand. Jetzt ist der im Zelt. Auch nicht schlecht. Was ich machen könnte, ist... Ich könnte das Ding hier hochjagen. Dann würden die Leute wahrscheinlich allesamt darüber rennen. Und dann kann ich das Ding hier versuchen, oder? Wie viel? Oh, wow, eine. Toll. Und tschüss. Aber ich war's nicht. Ich war's ja anscheinend doch. Hey, ich war's ja doch. Party hard. Tschüss. Ach nee. So, tschüss. Ja. Die auch alle verabschieden. Herzlich verabschieden. Schläft die? Wenn ja, schläft sie mit offenen Augen und das ist gruselig. Ich war's nicht. Ich war's doch nicht. Nein, oh, warum geht das nicht? Glück gehabt. Na komm, nimm den mit. Wo ist der? Da. Jetzt haben wir wieder das Problem,
vom letzten Mal. Wir kriegen die nicht wirklich auseinander. Jetzt kriegen wir sie auseinander. Jetzt ist das weniger das Problem. Ach, warum muss es ausgerechnet wieder ich gewesen sein, hä? Das ist jetzt hier Beamtenwillkür, nennt sich das. Beamtenwillkür ist das. Lassen Sie mich. Ich glaube, ich sollte mir mal das Item oben rechts holen und dann schaue ich mal, wie ich damit zurande komme. Bevor ich hier austicke und sonst was mache. Ich will das Pferd wieder. Das Pferd ist viel cooler als der Baumstapel da. Aber nein, man will mir das Pferd nicht gönnen. Na gut, dann manche wenigstens die beiden Ladies um. Von der anderen Seite, bitte. Für die zweite hat es nicht mal gereicht. Wie billo ist das denn? Komm, na jag mal das Ding hier hoch. Ah, ein Schwert. Na gut. Wenn er meint. Was macht das? Es kippt um. Ich glaube, das hatten wir schon mal rausgefunden. Wenn ich mich recht entsinne. Hilfe. Ich pack den mal in die Mülltonne. Ich war's doch nicht. Ach Mann, oh. Ach komm schon. Jetzt habe ich mich da wieder festgehakt. Oh, Glück gehabt. Ja, 24 haben wir noch. Wir haben nicht ganz die Hälfte getötet. Jetzt mal über die Hälfte getötet. Aber nicht viel. So, wir machen mal die Ninja-Angriffe. Weil die Ninja-Angriffe cool sind. So, tot machen. Tot machen. Brot machen. Ich finde Brot ja immer gut. Warum auch nicht? Ich meine, ich habe ihn ja nur ins Feuer geworfen. Der muss dadurch ja nicht sterben, gell? Also. Ach, ich sterbe auch nicht, wenn ich ins Feuer geworfen werde. Er schon, das ist aber komisch. Noch 8. Noch 7. Stell mir den Polizisten da oben. Mag er das da zu stehen? Was hat er denn? Der will irgendwie nicht gehen, gell? Wir haben, glaube ich, schon wieder einen Bug. Ach, ich weiß es auch nicht. Na komm. Ich würde sagen, geschafft ist geschafft, ne? Auch wenn der Polizist da jetzt. Wenn der da jetzt steht. Naja, hier, Ninja-Schwert. Soll er doch. Soll er doch. Ich mache ihm keine Vorwürfe deswegen. Soll er doch. So, Freunde, das war das Open Air. Es hat mich sehr gefreut, dass ihr dabei wart. Und in der nächsten Folge geht's dann zur Poolparty. Wir sehen uns. Bis dahin. Tschüss.